Die Duisburger Mordkommission sucht einen wichtigen Zeugen zum Angriff auf eine 19-Jährige in Vierlinden. Der Zeuge ist mittleren Alters, trug am Tatort eine Kappe und eine blaue Weste. Er wird dringend gebeten, Kontakt zum Kriminalkommissariat 11 aufzunehmen. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden und ihre Beobachtungen zu schildern. Am Sonntag hatte ein 25-Jähriger seine 19-jährige Frau und den gemeinsamen Sohn angefahren. Die Frau starb im Krankenhaus. Der 17 Monate alte Sohn schwebt weiterhin in Lebensgefahr, jedoch soll sich sein Zustand leicht verbessert haben. Bei Bauarbeiten auf der Ecke Zieglerstraße-Felsenstraße in Düsern wurde gestern eine englische 10-Zentner-Bombe gefunden. Die Bombe mit Aufschlagzünder musste noch am Donnerstagabend vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. In der Evakuierungszone waren 6.699 Personen betroffen. Sie mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Bombe konnte nach einigen Verzögerungen in der Nacht um 1.10 Uhr erfolgreich entschärft werden. Es waren 50 Mitarbeitende des Bürger- und Ordnungsamtes, 160 Feuerwehrleute sowie 90 Kräfte von Hilfsorganisationen im Einsatz. Die Stadtwerke Duisburg spülen das Trinkwassernetz in Duisburg-Bahl vom 9. bis 20. Oktober. Dadurch sollen Ablagerungen im Rohrleitungsnetz beseitigt werden. Während der Spülung sind Trübungen im Wasser und Druckschwankungen möglich. Die Trübungen seien aber gesundheitlich unbedenklich. Die Spülungen finden außerhalb von Wohngebäuden statt. Während der Messungen müssen keine Mitarbeiter die Haushalte betreten. Auf Basis der Messergebnisse werden zukünftig entsprechende Spülintervalle und Spülpläne bestimmt. Vom 10. bis 20. Oktober findet die Woche der seelischen Gesundheit zum Thema Ängste in Krisenzeiten statt. Ziel ist es, einen gesunden Umgang mit Unsicherheit und Überforderung zu finden. Bundesweit gibt es zahlreiche Veranstaltungen, sowohl digital als auch vor Ort. Auch in Duisburg finden wieder Aktionen statt. Organisationen, Vereine und zum Beispiel auch das Sana Klinikum bieten Informationen, Hilfsangebote und Austauschmöglichkeiten. Die Angebote wollen jeden motivieren, sich Hilfe zu suchen und vor allem Präventions- und Beratungsangebote in der Nähe kennenzulernen. Die neue Kinderkinospielzeit des Filmforums Abenteuer Kinderkino startet am Wochenende. Das Abenteuer Kinderkino findet von Oktober bis Mai immer sonntags um 15 Uhr im Filmforum am Dellplatz statt. Filme in der Kinderkinoreihe werden filmvermittelnd begleitet, zum Beispiel mit Bastelaktionen zum Filmthema nach der Vorstellung. Es gibt Einblicke hinter die Kinokulissen und Gespräche mit Gästen aus der Filmbranche im Kinosaal. Die neue Spielzeit beginnt am Sonntag, den 8. Oktober um 15 Uhr mit dem niederländischen Film Oink.